So, Liebes jetzt sind wir Schubert-Theater, cool. lieber Simon, du als Regisseur, sag mal, um was geht's denn heute in dem Stück? Ja, wie der Name schon sagt, der schlafende Wal, ein Stück ohne Bruckner. Es geht aber trotzdem um Bruckner. Aber erzählt wird die Geschichte über eine ganz tolle Frauengeschichte. Zwei Frauen, die sich aufgrund ihrer Lebensumstände kennenlernen. Eine jüngere Frau, eine ältere Frau. Und die erzählen, auch wenn es eigentlich um ihre Geschichte geht, ganz viel über Anton Bruckner. Manuela, du spielst es heute. Ja. Du hast ja viele Figuren. Ist dir eine der Figuren sehr ans Herz gewachsen? Ja, das muss ich schon sagen. Ich mag zwar alle meine Figuren, die ich spiele, aber das sind ja auch, darf man ruhig sagen, ein paar Unsympathler dabei. Aber die alte Dame, die ich hier spiele, die ist schon wirklich sehr rührend. Die ist als Puppe rührend, gebaut von der Sophie Popo, ganz toll. Und deren Geschichte ist einfach wunderschön zu erzählen. Und ich finde sie humorvoll und melancholisch und ja, sehr spannend. Nicht nur, also Paulus Hochgatter hat das Stück ja geschrieben. Es wird heute das erste Mal aufgeführt. Gibt es noch anderen Grund, warum man heute kommen muss und gar keine Ausrede hat, nicht zu kommen? Gar keine Ausrede. Ja, also wie gesagt, das ist eine Uraufführung, das ist heute Ja. zum ersten Mal auf der Welt zu erleben, das sollte man nicht Das ist der verpassen. Grund. man lernt nicht nur Anton Bruckner, sondern Ja. auch Zeitgenossen kennen, die über ihn reden, zum Beispiel den Johannes Brahms, den Wagner. Und ein wahnsinnig wichtiger Grund, um heute zu kommen, ist natürlich die Manuela, die das virtuos alleine spielt. Das ist ja ein Solostück und sie als Schauspielerin und als Puppenspielerin allein auf der Bühne zu erleben, ist schon alleine Theaterbesuch wert. Das hoffe ich und werde es hoffentlich einlösen.